NDR Kultur. Neue CDs. Der Oscar-nominierte Komponist Justin O'Halloran ist ein Wandler zwischen den Musikwelten. In seinen ersten musikalischen Projekten war er Teil einer Popband. Er fokussierte sich auf das Klavier, schrieb große Soundtracks und lebte in Amerika, Berlin und Italien. Er arbeitete mit Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Beispielsweise mit dem Komponisten Johan Johansson oder dem Königlichen Ballett London. Nun ist sein Album Silfo erschienen, darauf zwei neue Werke mit den Titeln Opus 56 für Klavier und Constellation No. 2 für Klavier, Cello und Elektronik. Zusätzlich darf bei seinem Debüt beim Label Deutsche Grammophon auch Altbekanntes nicht fehlen. Einige seiner frühen Kompositionen hat O'Halloran hierfür neu eingespielt. Charlotte Ölschlegel. Opus ist die lateinische Bezeichnung für Werk. Eigentlich hätten diese Nummern eine Erfindung von Marie Kondo sein können. Es geht nämlich darum, Ordnung in das Schaffen von KomponistInnen zu bringen. Die Geschichte der Opusnummern ragt aber bis zurück ins 16. Jahrhundert. Einst von Musikverlegern als Sammelbezeichnung eingesetzt, bis sie dann Arcangelo Corelli salonfähig gemacht hat. Nur seine besten Werke wählte er aus, um sie mit Opusnummern zu versehen. Auch auf Dustin O'Hallorans neuem Album ist der größere Teil der Stücke mit Opuszahlen versehen. Vielleicht ein Indiz dafür, dass er zufrieden ist mit seinen Kompositionen. Das klingt aufgeräumt, sicher und transparent. Fast so, als würde man auf den Grund eines klaren Bergsees blicken. Unter der Wasseroberfläche könnte man mit etwas Glück in Island einen Silvur-Kristall entdecken. Eben jenen bekam O'Halloran geschenkt, als er für sein neues Album ins Studio ging. Tatsächlich in Island, denn aufgrund der Einreisebeschränkungen konnte er während der Corona-Pandemie nicht zurück in seine Wahlheimat Los Angeles. Glück im Unglück, denn der Silvur-Kristall hat eine besondere Eigenschaft. Er bricht das Licht gleich zweimal. O'Halloran hatte das Gefühl, dass es bei der Arbeit zum Album im übertragenen Sinne so geschehen ist. Auf Silvur blickt er zurück in seine Vergangenheit, spielt neue Werke ein, genauso wie alte. Und um in der Historie zurückzugehen, gibt es wahrlich keinen besseren Ort als den mystischen Inselstaat im Nordwesten Europas. O'Hallorans Jugendjahre waren geprägt vom Klavierspiel. Er saugte die Musik, die in den Ballettstunden seiner Mutter gespielt wurde, auf und improvisierte zu Hause am Piano weiter. Klar, dass Einflüsse wie Debussy, Chopin, Glass oder Satie bis heute unverkennbar in seiner Musik zu hören sind. Statt die großen Klangteppiche zu formen, bleibt O'Halloran auf diesem Album eher minimalistisch. Zwar reichert er seine älteren Kompositionen teilweise mit Streichern an, andere Werke wie Fine spielt er recht originalgetreu. Als Beispiel, so klang das Stück im Jahr 2004. Und so klingt Fine heute, 2021. Abgesehen von der klareren Produktionsweise und dem direkteren Klavierklang durchleben die Stücke nur recht überschaubare Veränderungen. Aber die Geschichte der Kunstmusik zeigt uns doch, ein Opus darf immer wieder gespielt werden. Warum nicht mit Musik des 21. Jahrhunderts umgehen, wie mit einem Concerto Grosso von Arcangelo Corelli oder Beethovens Sonaten? Vielleicht rückt die Gegenwart die O'Halloranschen Opera ja in ein neues Licht. Charlotte Ölschlegel über Dustin O'Hallorans neues Album Silfur, das alte und neue Werke des Komponisten verbindet. Es ist am 11. Juni beim Label Deutsche Grammophon erschienen. NDR Kultur